Okay, wir sind hier in Berlin, wir sind hier in der BRD. Wir haben auch ein paar neue Tendenzen hier in Deutschland, die sicherlich auch was mit der Krise zu tun haben. Wie zum Beispiel, das ist das erste Mal in der Geschichte Westdeutschlands, das erste Mal in der Geschichte der BRD, eine Partei rechts von der CDU und sozusagen neben der NPD gibt, das ist die AfD. Ich habe gehört, es gibt einen großen Sachschaden, weil die Wahlplakate irgendwie entfernt worden sind. Über 300.000 Euro Sachschaden. Irgendein engagiertes Reinigungsunternehmen hat das wirklich sehr gut gemacht. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Es ist total ein krasses Zeichen, dass diese Partei sich hier formiert und irgendwie voll auf Mitte bürgerlich macht, eben nicht der Springerstiefel-Nazi, eben keine Klatze und so weiter. Wir wissen, es ist ein gefährliches Zeichen und auch deshalb ist es umso wichtiger, antifaschistisch und antirassistisch zu agieren und unsere Kräfte zu bündeln und gegen die AfD ordentlich Stunk zu machen und Widerstand zu produzieren. Und aufgrund dessen gibt es auch antifaschistische Aktionstage im Rahmen von Blockupy. Am nächsten Mittwoch beispielsweise um 17 Uhr treffen wir uns am Zionskirchplatz um 17 Uhr und werden demonstrieren gegen diese rechtspopulistische, sexistisch-reaktionäre Dreckscheiße. Von irgendwelchen Leuten, die meinen, man brauche keinen Feminismus, denn mein Mann muss mein Fels in der Brandung sein und so ein Scheiß. Darüber können wir nur lachen. Wir wollen vorwärts gehen. Wir wollen soziale Ungleichheit, Rassismus und Sexismus, Homophobie hinter uns lassen. Das sind die Zeichen der Zukunft einer progressiven Emanzipation. Und deswegen gehen wir weiter in die Piazza, in die Straßen. Und auch am Freitag in Buch wird es antifaschistische Gegenaktivitäten geben. Das heißt, wir müssen immer weiterhin aufmerksam bleiben. Schaut in die sozialen Medien, im Internet, auf der Blockupy-Plattform oder auf den anderen Homepages von Blockupy. Da findet ihr genaue Daten, wo wir uns treffen, um diese rechtspopulistische, rassistische, sexistische Dreckscheiße zu bekämpfen. Antifaschista, Aliata, Aliata, Antifaschista, Aliata, Aliata, Antifaschista, Aliata, Aliata, Antifaschista, Aliata, Aliata, Antifaschista, Aliata.